Hallihallo, meine lieben Ritter, und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Wir haben ja jetzt mal einen Safe entdeckt. Die Leiche haben wir überhaupt noch nicht untersucht, das ist völlig egal. Wir fragen die jetzt erstmal nach dem Safe-Code, wenn sie ihn denn weiß. Lady Brackenstall, could you open this wall safe? No, it is my husband's safe. I do not know the combination. We have to open it. Na, das wäre doch gelacht, Your Ladyship. Wenn wir das nicht selber rauskriegen. So. Lestrade hat sich ver... Ich wollte... Nee, hier ist er doch. Hat sich nur woanders hingesetzt. You should examine the body of Sir Eustace Brackenstall. Ja, mache ich sofort. So, Watson, what have you learned from examining Sir Eustace's body? Well, I can confirm that the death was instant. Sir Eustace was facing his attacker when he received the blow to his head. There are no other apparent injuries. Okay. The head was cracked with the force of the blow. Okay, mit diesem Ding hier, ne? Ja. That must be the murder weapon. Okay, diesmal ist die Tatwaffe wohl eindeutig. Barefoot. He had therefore been in bed and did not have time to fully dress. Das passt auf jeden Fall schon mal zusammen. Stock. Quite a large stick. A formidable weapon. Ja, damit kam er ja runter. So, was ist hier noch? Kamingitter. It is covered in blood. Sir Eustace might have struck his head upon it while falling from the blow. That is one possible explanation. Das ist ein bisschen viel, oder? Seilstück? Wo habe ich denn das jetzt? Hä? Wie? Was ist das für eine Perspektive? It appears that the bell rope was cut by someone taller than me. Okay. Das ist schon mal wie seltsam. Gläser. Weinkaraffe. A decanter standing next to the open bottle. An inseparable pair indeed. Chateau Calon-Ségur. French wine. Grand Cru. Calon-Ségur. Ja, super. Ein Glas. This glass has some wine traces, but no visible beeswing. Das ist ein Weinstein. There is beeswing at the bottom, as if the wine had not been decanted before being poured. Aha. Ich habe ja keine Ahnung von Wein. This glass has some wine traces, but no visible beeswing. It is rather strange that only one of these glasses has dregs of beeswing inside it, while the other two are clear. Was ist Weinstein? Zwei Gläser mit Spuren von dekandiertem Wein, aber ohne Weinstein. Und ein drittes Glas mit Weinspuren und sehr viel Weinstein wurden im Esszimmer gefunden. Was ist Weinstein? Haben wir hier noch was? Nee. Hier ist der Stuhl. Hier ist das Seilstück, was man abgeschnitten hat. Sailor's Knot. That's interesting. This rope was handled by the murderers. We need a scent hound to follow their trail. I will take it with me. Ja, es stand ja in der Zeitung, dass sie vorher eine Piratenkarriere hatten, also von daher. This is the chair that Lady Brackenstall was tied to. Irgendwie
Warte mal. Ich rekonstruiere. Hallo? Sind das hier die französischen? Okay, das sind die französischen Fans. Die kamen von hier drüben. Hier rein. Dann hat sie hier drei Männer gesehen. Hier. Hinter den Fenstern sozusagen. So, die haben sie aufs Auge gehauen, dann wurde sie ohnmächtig, dann ist sie hier aufgewacht, weil sie hier rangefesselt war. So, dann kam hier der Sir Eustace von da oder von hier. This door leads to the upstairs bedrooms. Apparently the criminals did not venture there. Okay, also offenbar von hier. Und dann gab es angeblich einen Kampf. Okay, gut von der Position, aber Gläser, Weingläser? Wie das? Also Geschirrschrank. Na, der ist demoliert auf jeden Fall. These wine bottles are expensive and mostly from France. Kerzenständer? This candlestick is valuable. It is interesting that it was not also stolen. Es war offenbar nur Silber. An empty silverware box. It appears that the intruders have stolen the contents. Noch irgendwas? Was? Nee, das sind alles dieselben Flaschen. Hier ist ein leeres Fach. A bottle of wine is missing here. Die steht wahrscheinlich auf dem Tisch. The criminals did not thoroughly ransack the house. They only took a little silverware. Ein Silberbesteck bloß. Bild. A deer hunt. A fur trader's cabin. Also das scheint hier mit Jägern und so, scheint hier irgendwie jemand, hier sind ja auch Tierköpfe an der Wand. Da scheint hier jemand gerne gejagt zu haben. A fur trader's cabin. A hunter scene. The hunting scene. Nochmal. A hunter's. Ja, okay. Also alle. Antique hunting weapons. Okay, ja, also. The Brackenstall family appear to be preoccupied with hunting. Yes. Das ist wahrscheinlich offensichtlich. Das ist mal ein Naturbild bloß. Okay. Gehen wir mal raus. Hier ist nichts. Ach, schön hier. Hier ist der Haupteingang, ja? Ja, okay. Was meinte die Frau? Die hat die drei Typen am Pförtnerhaus gesehen. Die Theresa meinte das doch, dass sie irgendwie von ihrem Fenster aus die Typen am Pförtnerhaus gesehen hat. Okay, komm ich raus. Analysieren, ein Glockenseilstück. Es könnte noch Geruchsspuren der Täter. Geruchsspuren? Und das mit den Gläsern erfragen. Okay. Ist das hier das Pförtnerhäuschen? Das sieht aus wie ein Geräteschuppen. Hallo? Komme ich nicht rein? Okay. Mal. Alter, der verwirrt mich. Nach diesen Gläsern. There are three glasses on the dining room table. I was wondering if... Oh, I forgot.
When I came to myself the first time, each of them had a glass in his hand. They might have been a father and his two sons. They talked together in whispers, and then they left. Your ladyship? What? Die haben die... Die haben die an den Stuhl gebunden, dann als sie wieder aufgewacht sind, hat die drei Gläser in der Hand. Okay. Okay, dann gehen wir mal das Salzstück analysieren. Können wir schon irgendwas kombinieren? Uff, okay. Täter identifiziert. Die Randalls sind bekannt. Die Randalls sind Sündenböcke. Der Einbruch wurde lediglich inszeniert und das ganze Geschichte nur erfunden, um die Schuld für den Tod von Sir Eustace den Randalls in die Schuhe zu schieben. Randall-Bande. Es gibt keine Ungereimtheiten zwischen den Zeugenaussagen und Beweisen. Sie deuten alle auf Randall-Bande als Täter hin. Na, ich weiß noch nicht. Analysieren. Let us see how the rope was cut. The fibers at the end of the rope are smoothly cut. Okay. Let us try to find out what tool was used to cut the rope. Offenbar mit einem sehr scharfen Werkzeug, oder? Hier ist eine Schere. The fibers from this cut appear to be different. Na, dann probieren wir mal eine Zange. Obwohl ich nicht nutze, wenn eine Zange die ist. The fibers from this cut appear to be different. So, wir haben hier noch ein Messer. If I cut the rope with a knife, it matches the original. Sag ich doch, mit einem scharfen Gegenstand. Ey, Toby, wir brauchen dich. Come on, Toby. We need the best nose in the British Empire on this case. So. Auf nach Abbey Grange mit Toby. Yeah, Toby. Excuse me. Was war das denn jetzt? Warum kann ich meine Herleitung nicht öffnen? Kein Bock gerade. Kein Bock. Herleiten? Nee. Search, Toby. Oh, wir sind ein Tobi. Yeah! Okay. Jetzt brauche ich erstmal eine Spur. Nach was soll ich denn suchen? Falls ihr gerade irgendetwas hört, was nicht zu dem Spiel gehört, das ist mein Bruder, der gerade wie ein wilder Staub saugt. Ja. Okay, hier geht eine Spur lang. Hier geht was lang. So. Hier geht's lang. Hier geht's lang. Aha, doch zu dem Schuppen hier dann. The intruders entered the shed for some reason when they were making off with the silverware.
Okay. Und jetzt? Brave Toby. The best nose in the British Empire. Soll ich jetzt noch irgendwas erschnüffeln? Ja, das hier geht ja wieder zurück. Wie kann ich denn zu Holmes wechseln? Anbellen. Wow. Komme ich da irgendwie noch vorbei? Ist hier noch irgendwas? Ah, hier geht's noch mal lang. Ah, hier ist noch ein Brunnen. Okay. The scent leads to the well. I should check it. Okay. Noch was? Okay, hier geht's noch weiter. Aha. Mauer. The intruder's trail is lost behind this wall. The criminals left the house through the French window. They walked to the shed, then across to the well, before fleeing by climbing over the wall. I wonder why they chose such a winding route. Ja, das werden wir sicherlich herausfinden. Okay, danke, Toby. Danke, Toby. Brave Toby. The best nose in the British Empire. Okay. Ich würde sagen, wir sehen uns mal noch schnell den Schuppen hier an. Was ist das? Ein Koffer. This old suitcase sounds hollow. It must be empty. Okay. Ein Werkzeugkasten. Small gardening tools. Nothing of great interest. Okay. Säcke. Bags of seed. Some empty bags were recently moved. Okay, dann hat jemand was darunter gesucht. Hier ist ein Haken. This hook might be useful. Oh Gott, oh Gott. Den könnten wir hier. Wir ersetzen mal den Eimer durch den Haken. Oder? Was? There's something glittering at the bottom there, but how can I reach it? Na, setz den Haken einfach an den Dingens, genau, dann kurbelst du. So. Ein Päckchen. Mit Silber wahrscheinlich. Na, ah, hallo? Silverware. This is hardly a coincidence. Okay. Die Gabel. Warum sollte man das Silber klauen, wenn zum Schuppen des Besitzers das Silber denn im Brunnen des Besitzers verstecken? The Brackenstall coat of arms. It appears that we have found the stolen silverware. Und dann wieder ohne das Silber abhauen? What? Das macht doch keinen Sinn. Na gut. Kann ich jetzt irgendwas herleiten? So. Was? Zwei Gläser? Glas mit Weinstein. Wartet, aber zwei Gläser, Glas mit Weinstein. So. Drei Personen. Es waren drei Personen, die aus den Gläsern Wein getrunken haben. Möglicherweise mag eine der Personen ihren Wein mit Weinstein.
Es waren zwei Personen, die aus den Gläsern Wein getrunken haben. Die Reste wurden in das dritte Glas geschüttet, weswegen sich nur darin Weinstein befindet. Keine Ahnung. So. Aus Australien. Scharfes Messer. Das Glockenseil wurde nicht abgerissen, sondern mit einem scharfen Messer durchschnitten. Verknotetes Seil. Das Glockenseil wurde mit einem scharfen Messer abgeschnitten und mit Seemannsknoten verknotet. Das könnte darauf hinweisen, dass der Täter Seemann ist oder war. Ja, das würde ja passen mit diesen Piratengeschichten. Leiche, zertrümmerter Schädel mit dem Schürhaken. So, das passt auch. Sir Eustace könnte an einem Schlag mit dem Schürhaken gestorben sein. Halt, ich bin noch nicht fertig. So, Kamingitter, wo es Blut verschmiert, Leiche. Das könnte auch zusammenpassen, ne? Ja, das ist die Frage. Tödlicher Unfall oder Schürhaken? Haben wir denn den Schürhaken untersucht? Da müsste ja auch Blut dran sein. Eigentlich. Täter identifiziert. Gewaltausbrüche. Silberbesteck. Aus Australien. Nee, das ist Quatsch. Okay. Aber warum sollte man einbrechen? Die Frau, bleib stehen, die Frau knebeln, den Mann ermorden, das Silber, nur das Silber stehlen, in den Garten rennen, in den Schuppen, zu dem Brunnen, da das Silber, was man gerade geklaut hat, verstecken, also alles auf dem Grundstück des Besitzers und dann über die Mauer abhauen? Einfach so, ohne Silber? Was? Was ist das denn bitte? Okay, ich würde sagen, darum kümmern wir uns beim nächsten Mal. Und dann beenden wir hier erstmal die Folge. Bis dann. Ciao.